Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, der allwöchentliche Football Talk hier auf dem Kanal. Heute unter anderem gefeatured vom Revierderby. Schalke 04 auswärts im Signal Iduna Park im ehemaligen Westfalenstadion gegen Borussia Dortmund. Das heißt, eins der ja vielleicht interessantesten Derbys auf der ganzen Welt und auf jeden Fall auch ein heißes Derby. Denn momentan ist Schalke in einer Situation, in der sie sich nicht ganz wohl fühlen und auch Dortmund muss langsam wieder ranklotzen. Dementsprechend auf jeden Fall stimmungsgeladene Partie und über die reden wir heute im Besonderen nochmal. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei bei Football Stars und nehmt an der Challenge teil, die ich euch auch gleich zeigen werde. Über meinen Link könnt ihr euch da direkt auch mit Google Plus und so weiter, Facebook registrieren. Es dauert eigentlich nur einen Klick. Es ist richtig einfach. Es kostet euch gar nichts und ihr habt die Chance auf ein Trikot von Borussia Dortmund oder dem FC Schalke 04. Unter allen Teilnehmern an der Challenge wird eins verlost. Ihr habt also einfach nur durchs Teilnehmen die Chance, ein Trikot zu gewinnen. Macht auf jeden Fall mit. Ich fände es cool, wenn einer von euch gewinnen würde. Und ja, wenn ich gewinne, wäre das Trikot selbstverständlich verlost. Nur mal so nebenbei. Wir haben ja allgemein sehr, sehr viele Challenges mal wieder. Wir gehen mal explizit nur auf die Bundesliga. In der Premier League haben wir natürlich auch noch eine Challenge. Aber zu der kommen wir nach der Bundesliga-Challenge. Und zwar haben wir hier direkt Kampf ums Revier BVB gegen S04. Reimt sich sogar. Du bekommst 30 Millionen, um ein Team aus 7 Spielern fertigzustellen. Die Erzfeinde sollen die Differenzen beiseite legen und ich kann das Preisgeld abräumen. Wir haben 4 Spieler pro Mannschaft, die höchste Punktzahl, also allgemein nicht so wirklich die Restriktion, abgesehen vom Budget. Ein defensiver Mittelfeldspieler, zwei defensive, ein Torwart, Mittelfeld, zwei Mittelfeldspieler und zwei Stürmer. 24.000 sind das maximale Preisgeld, garantiertes Preisgeld sind 90. Es lohnt sich also definitiv daran teilzunehmen. Erster, zweiter, dritter kriegt hier das Preisgeld, beziehungsweise kriegt den Preis ausgeschüttet und wir starten die Challenge und ich melde mich gleich wieder, wenn ich das Team fertiggestellt habe. So, da sind wir. Das ist meine 11, beziehungsweise meine 7 fürs Derby. Es ist sowas von schwierig momentan bei Dortmund. Man kann nämlich erstens nicht sagen, wer spielt, weil so viel rotiert wird und zweitens sind die Preise auch einfach so hoch, dass man einfach überhaupt nicht sagen kann, wen soll ich aufstellen. Wir dürfen ja höchstens 4 aus einem Team nehmen und dementsprechend habe ich mich jetzt im Endeffekt für Schalke entschieden. Fährmann im Kasten, Nastasic und Sokrates in der Verteidigung. Beide sehr stark, momentan gut in Form. Ich hoffe, das wird sich auch auszeichnen. Bentaleb zuletzt extrem, extrem stark mit 3 Toren in den letzten beiden Spielen. Kagawa, einfach weil ich glaube, dass er zum Zug kommen würde und im Derby spielt er eigentlich immer recht gut. Und vorne Dembélé, der mir in den letzten Spielen unglaublich gut gefällt und Choupo-Moting, weil ich mir keinen anderen leisten kann. Ich könnte von Dortmund versuchen, Stürmer reinzustellen, aber Ramos, ja, er wird eventuell spielen, aber wird er so gut spielen wie ein Choupo-Moting? Ich weiß es nicht. Und bei Schalke ist halt auch die Frage, ich könnte theoretisch einen Hüntelaar reinstellen, aber kann ich nicht. Siehst du, ich habe nicht mal das Geld dafür. Ich muss also Choupo-Moting quasi nehmen, weil, ja, Di Santo ist angeschlagen anscheinend und Afdijay, ja, wird halt nicht spielen. Das ist sehr, sehr schwierig und ich hoffe, dass, ja, dass das so aufgeht, ne? Was soll ich großartig machen? Moa ist gesperrt, Aubameyang ist angeschlagen, kann ich mir sowieso nicht leisten. Würdet ihr Ramos aufstellen oder Choupo-Moting? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis morgen kann ich es noch ändern und von daher, ich bin auf euren Rat gespannt. Ich glaube auch, Choupo-Moting spielt gar nicht, aber ich weiß halt nicht, was ich sonst tun soll. Ich könnte natürlich Choupo-Moting rausnehmen, Dembélé, dann müsste ich ja Aubameyang reinnehmen und der ist angeschlagen. Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man dann eigentlich Ramos aufstellen. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wenn Schalke gewinnt und schreibt mir in die Kommentare eure Meinung. Das ist auf jeden Fall meine Aufstellung und ich tippe bei Dortmund-Schalke ein 2:1, nein, ein 3:2. Für Borussia Dortmund viele Tore im Revierderby. Wir gucken uns einmal ganz kurz an, welche anderen Spiele es in der Bundesliga noch so gibt dieses Wochenende. Ich hoffe, Tiki-Taka sind alle Spiele. Ja, Gladbach gegen Frankfurt. Zu Hause die Borussia zuletzt mit dem 0:0 gegen Hamburg. Die wollen wieder Gutmachung betreiben. Im Pokal war es souverän, aber dieses Mal muss auch wieder souverän werden. Ein 2:1. Darmstadt gegen Leipzig. 0:2, muss ich nicht viel weiter zu sagen. Mainz gegen Ingolstadt. Ein 2:1 für die Mainzer. Bremen gegen den Sportclub aus Freiburg. Das wird ein 1:1 zwischen diesen beiden Abstiegskandidaten, wobei Bremen momentan sehr gut spielt und Freiburg eigentlich auch. Wolfsburg gegen Leverkusen, Krisenduell so ein bisschen. Ich tippe auf ein 1:2 für Leverkusen. Augsburg gegen Bayern, 1:3 wie im Pokal. Dortmund gegen Schalke, wie gesagt 3:2. Hoffenheim gegen Hertha, sehr, sehr schwieriges Duell in meinen Augen, 2:2. Und Köln gegen Hamburg, 2:1. 2:0? 2:1. Rot wird treffen, genau. Das sind meine Tipps. Schreibt mal eure in die Kommentare, schreibt mir, wie ihr letzte Woche abgeschnitten habt. Und jetzt gehen wir in die Premier League. Selbstverständlich lief letzte Woche wieder bei mir besser in der Premier League als in der Bundesliga. In der Bundesliga läuft es bei mir ja irgendwie nie besonders gut. Aber in der Premier League habe ich zumindest ein bisschen Preisgeld abgesahnt mit den Torhütern, die Gegentore bekommen. Natürlich konnte Arsenal immer wieder nicht treffen, ansonsten hätte es noch besser ausgesehen für mich. Aber naja, wir haben hier eine Konferenz aus United gegen Burnley, Watford gegen Hull, Middlesbrough gegen Bournemouth, Tottenham gegen Leicester und West Brom gegen City.
Und da geht es um die meisten Torschüsse. Und ich mache mal eben aus diesen 50 Millionen das Beste. Ich habe mich entschieden, das ist meine 11. Es sind tatsächlich 11. Gomez, Zuniga, Cook, Stones und Valencia in der Defensive. Gomez spielt zwar nur gegen Hull City, aber ich denke trotzdem, dass er eine gute Partie abliefern wird. Und Torhüter sind gerade bei den schwächeren Teams eigentlich immer besser. Und ich glaube, dass dieses schwächere Team sogar gewinnt. Von daher denke ich mal, dass der einen Kasten sauber halten wird und mir einige Punkte holen wird. Zuniga, ein Außenverteidiger, der sehr viel nach vorne macht. Wie gesagt, ich glaube, Watford gewinnt. Das könnte ihm helfen. Cook steht sehr solide normalerweise, ist ein extrem solider Verteidiger und ich denke mal, bei Bournemouth wird er auch einen guten Job machen, hinten in der Defensive. Davor dann, beziehungsweise daneben dann John Stones, ich denke mal, der hat letzte Woche zwar einen Patzer gemacht, aber ist dementsprechend besonders motiviert, jetzt gegen West Brom und hat ja auch fast sein erstes Tor gemacht, vielleicht ist es diese Woche soweit. Valencia auch ein sehr offensiver Verteidiger, der hoffentlich Punkte machen wird, ich glaube sowieso United gewinnt gegen Burnley, deswegen habe ich da drei Spieler von reingenommen. Jack Wheelchair muss man ihn ja eigentlich nennen, den Rollstuhlfahrer, allerdings wie gesagt, ich glaube, dass Bournemouth gewinnt und ich glaube, dass Wheelchair momentan eigentlich wieder zeigt, dass er ein richtig guter ist und dementsprechend Punkte machen wird. Herrera ist für mich der solideste momentan im Mittelfeld bei United. Die Frage ist, ob er spielen wird. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber trotzdem habe ich ihn jetzt reingenommen, genauso wie Eriksen. Eriksen muss auf jeden Fall helfen. Und ist in meinen Augen der kreativste, um die Defensive von Leicester, die ja sehr stark ist an sich, zu überwinden. Und dementsprechend denke ich mal, dass der eine gute Partie abliefern muss, wenn sie gewinnen. Und ich glaube, sie werden gewinnen. Dann Gündogan ist für seinen Preis einfach eigentlich unschlagbar von seiner Leistungsfähigkeit. Ja, ich hoffe, er wird spielen und ich hoffe, er wird leisten, wenn er spielt. Und Kun Agüero, ja, der muss langsam mal wieder leisten und muss langsam mal wieder treffen. Dementsprechend habe ich den jetzt reingenommen, der ist überfällig. Und Marcus Rashford, ja, ich glaube, der wird treffen gegen Burnley. Ich weiß nicht, ob Ibra spielen wird. Es ist auch Champions League nächste Woche, meine ich wieder, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Rashford spielt und dann kann ich mir auch vorstellen, dass er trifft, weil wenn er spielt, trifft er eigentlich fast immer und von daher, ja, das ist meine 11. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wir kommen mal eben zum Tipps, zu den Tipps, was ist denn hier los? Zu den Tipps der Premier League. Hier haben wir sie, Sunderland-Arsenal 1-3, United gegen 0-3, United gegen Burnley 2-3-0, Watford gegen Hull City 2-1, Middlesbrough gegen Bournemouth 0-1, Tottenham gegen Leicester 2-1, West Brom gegen City 0-2, Crystal Palace gegen Liverpool 0-3, Everton gegen West Ham 1-1, Southampton gegen Chelsea 1-2 und Stoke City gegen Swansea 2-2. Das sind meine Tipps für diese Woche in der Premier League. Schreibt mir auch da gerne eure in die Kommentare. Und das war es dann von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann nehmt definitiv an der Challenge teil, die ich euch in der Videobeschreibung indirekt verlinkt habe. Ihr kommt darüber auf den Link zu Football Stars, über meinen Link. Könnt euch da anmelden, tut mir auch was Gutes damit und habt dann das Glück, dass ihr ein Trikot eventuell gewinnen könnt. Also ihr könnt auf jeden Fall gewinnen und eventuell gewinnt ihr auch eins. Von Dortmund oder Schalke zum Revierderby. Die Challenge wird direkt auf der Startseite sein. Nehmt auf jeden Fall teil, es lohnt sich. Ich würde mich freuen und schreibt mir vor allem in die Kommentare, welches Team ihr dafür aufstellt. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Viel Spaß an diesem Wochenende beim Fußball. Haut rein und ciao.